Heute ist es endlich soweit, die wichtigste Entscheidung des Jahres durch eine Notenbank, vielleicht sogar der letzten Jahre. Wir werden sehen. Aber es gibt im Vorfeld große Erwartungen und viele Warnungen. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute vor allem von der EZB zu erwarten ist. Warnende Stimmen. Gibt es zuhauf, etwa gestern das holländische Parlament, das gesagt hat in einem Brief an die EZB, sehr ungewöhnlicher Schritt, gesagt hat, ja, das ist praktisch eine Enteignung von holländischen Rentnern zugunsten der Südländer. Da bringt man natürlich was auf den Punkt, gar keine Frage. Es gibt Warnungen von Stark, ehemaliges deutsches EZB-Mitglied. Die Nordländer insgesamt in der EZB sind wenig dafür. Und die grundsätzliche Frage, die sich stellt, ist, ob letztendlich Mario Draghi nochmal richtig einen raushaut gegen den Widerstand möglicherweise auch der deutschen Politik. Und das ist die große Unbekannte. Wird Merkel das mitmachen? Draghi kann das nicht wirklich durchsetzen gegen Merkel und die deutsche politische Linie, auch wenn er innerhalb der EZB eine Mehrheit hat. Das ist gar keine Frage mit den Südländern, aber es geht eben schlichtweg nicht. Da spielen dann doch Faktoren eine Rolle. So unabhängig ist dann auch eine europäische Zentralbank eben doch nicht. Und hier gibt es auch offenkundig seitens der Franzosen, und das ist der zweite große unbekannte Faktor auf Seiten der Franzosen, offenkundig Widerstand. Benoît Cœuré, der jetzt ausscheiden wird, aber auch Villeroy de Gallo, aktives EZB-Mitglied, hat gesagt, naja, das kann keine Wunder ausrichten. Insgesamt richtet sich die Kritik ja daran, dass offenkundig die EZB-Politik mit den negativen Einlagezinsen vor allem wenig gebracht hat. Die Banken parken nach wie vor hohe Summen bei der EZB. Man lässt sich also durch den Strafzins nicht abschrecken. Das ist sozusagen letztendlich ein Beleg des Scheiterns einer Geldpolitik, die jetzt nochmal forciert werden soll. Schauen wir uns mal die Erwartungen zunächst mal an. Da ist eines klar, die EZB wird in ihren sogenannten Projections, in ihren Voraussichten, Prognosen auf Inflation und Wachstum sowohl die Inflationserwartung als auch die Wachstumserwartung nach unten nehmen. Das haben Kreise schon durchstecken lassen. Also das dürfte nicht überraschen. Jetzt gibt es aber im Grunde vier Faktoren, die entscheidend sind. Wir haben auf der einen Seite den Einlagesatz. Wir haben auf der anderen Seite den Leitzins. Dann haben wir das sogenannte Tiering, also praktisch, wenn man den Einlagesatz weiter negativ macht, dann so eine Art Abmilderung für die Banken. Und wir haben das Thema Quantitative Easing, ob Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen, das ist die Frage. Goldman Sachs hat hier in einer sehr schönen Grafik mal so das Erwartungsspektrum abgebildet. Eine kleine Geschichte wäre, wenn die EZB nur um 10 Basispunkte den Einlagezins senkt, also von -0,4 auf -0,5. Die Wahrscheinlichkeit von den Märkten eingepreist, dass es 20 Basispunkte sind, also von -0,4 auf -6 liegt derzeit bei 40%. Jedenfalls gäbe es dann wohl kein Tiering, also keine Abmilderung für die Banken, weil nicht nötig. Auch keine stronger Forward Guidance. Forward Guidance ist praktisch das, was die EZB jetzt ja immer wieder gesagt hat. Wir werden bis Mitte 2020 auf keinen Fall die Zinsen anheben. Es könnte sein, dass man jetzt eben sagt, naja, wir werden sagen, wir werden bis Ende 2021 oder vielleicht bis 2021 die Zinsen nicht mehr anheben. Möglich ist es ja. Dann geht es um die Corporate Purchases, also der Kauf von Unternehmensanleihen. Hier ist die Mindesterwartung 5 Milliarden Euro pro Monat für 6 Monate Laufzeit und keine Sovereign Purchases, also keinen Kauf von Staatsanleihen. Schauen wir uns die mittlere Erwartung an, 20 Basispunkte. Also von 0,4 auf -0,6 den Einlagezins. Reserve Tiering, ja, praktisch so eine Abmilderung eben für die Banken. Es gibt da Vorbilder, Dänemark auf der einen Seite und die Schweiz. Beide Länder haben ja negative Einlagezinsen auch. Man könnte damit etwa 30% des Negativeffektes abpuffern, wenn man das Schweizer Vorbild nimmt. Also dass zum Beispiel bestimmte Banken dann unter bestimmten Umständen gar keine Strafzinsen zahlen. Alles sehr komplex, sehr kompliziert, braucht uns hier nicht interessieren. Man schätzt, dass die Profitmarge der Banken um weitere 6% nach unten gehen würde, wenn der Einlagezins um weitere 20 Basispunkte fällt. 30% dieser 6%, dieser -6% genauer gesagt, könnten durch das Tiering aufgefangen werden. Dann haben wir die mittlere Erwartung eben insgesamt ein Quantitative Easing von 30 Milliarden pro Monat und das auf 9 Monate. Es ist ja grundsätzlich so, die EZB kann ja nur ein Drittel aller Laufzeiten bei Staatsanleihen kaufen, also 33%.
wenn also Deutschland eine 10-jährige Anleihe begibt, dann darf die EZB maximal ein Drittel davon von den Banken kaufen. Natürlich nicht direkt, das wäre ja Staatsfinanzierung. Dann kauft man es lieber von den Banken, die dafür kein Eigenkapital hinterlegen müssen. Die wundersame Gleichung, dass Staatsanleihen kein Risiko tragen. Also man geht über den Umweg der Banken. Faktisch ist es natürlich Staatsfinanzierung. Jedenfalls, man darf nur 33% hier seitens der EZB kaufen. Und irgendwann sind die Mittel erschöpft. Deswegen dürfte die maximale Laufzeit insgesamt sogar nur 9 Monate betragen. Mehr ist gar nicht drin, außer man ändert komplett die Regularien. Da spielt dann der Kapitalschlüssel eine Rolle, etc. etc. Also mittlere Erwartung, 30 Milliarden pro Monat an Quantitative Easing. Das ganz große Paket wären 40 Basispunkte, also von minus 0,4 auf minus 0,8 und dann sogar 80 Milliarden Quantitative Easing für 9 Monate. Jetzt heißt es in einem Wall Street Journal Bericht, ja, hier sind vor allem viele Warner, die sagen, lasst uns erstmal abwarten mit der Konjunktur. Für so ein Programm mit Quantitative Easing ist es schlichtweg zu früh. Also es könnte sein, dass wir heute gar kein Quantitative Easing sehen, sondern nur negativer Einlagesatz weiter nach unten und dann eben das Tiering. Und das wäre für die Märkte deutlich zu wenig. Gleichwohl sind die Märkte euphorisch heute. Warum? Nämlich im asiatischen Handel. Gestern ging es ja schon wieder abends typischerweise nach oben, der S&P über der 3000er Marke. Und dann kam folgender Tweet von Donald Trump. Auf Nachfrage von Vizepremier Liu He habe ich die Einführung der Zölle verschoben von 1. Oktober auf 15. Oktober. Es geht hier um die Anhebung der Zölle von 25% auf 30%. 1. Oktober, ja, 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China. Liu He hat also gesagt, Mensch, könnt ihr da vielleicht nicht an diesem Tag die Anhebung der Zölle verkünden, weil da ist unser Geburtstag, wäre doch unhübsch. Also hat Trump zugestimmt, 2 Wochen, auch eine Rückgeste, weil die Chinesen gestern Sauerteig aus der Bezollung rausgenommen haben. Also es ist hier natürlich ganz toll, die Märkte jetzt mit der 8329. Rallye in Sachen Hoffnung für eine friedliche Lösung im Handelskrieg. Aber Fakt ist, wir haben die Zölle. Fakt ist, die Zölle sind immer gestiegen, trotz aller Rallyes. Wenn die Zölle steigen, dann fallen die Märkte nicht richtig. Wenn sie dann positive Aussagen haben, dann steigen die Märkte um das Dreifache. Das hat also mit Realität nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun. Der Schaden, der ökonomische Schaden ist längst angerichtet. Weniger durch die Zölle als solche, sondern durch die ökonomische Unsicherheit, durch die Investitionsunsicherheit. All das sehen wir in den Einkaufsmanager-Indizes immer wieder. Ja, wir warten erstmal, bis der Nebel sich lichtet, dann werden wir vielleicht Entscheidungen treffen. Gleichwohl, die Märkte eben nach oben im Vorfeld der heutigen EZB-Entscheidung. Wir haben dann 13.45 eben den EZB-Entscheid mit diesen angesprochenen Themen. Wir haben dann die PK von Mario Draghi, seine vorletzte. 1. November wird ja Lagarde das Amt übernehmen. Und wir haben dann auch wichtig Verbraucherpreise aus den USA, 14.30. Gestern ja die Erzeugerpreise schon höher als erwartet. Da baut sich langsam Inflationsdruck auf, auch durch die Zölle hat man das Gefühl. Respektive zeigen die Daten. Also 14.30 neben Mario Draghi dann auch die Verbraucherpreise gucken. All das natürlich finden Sie heute wo? Bei Finanzmarktwelt, meine Damen und Herren. Heute Abend auch ein Webinar zur EZB-Schicksalsentscheidung 20 Uhr. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Link, wo Sie das Webinar live verfolgen können, wieder unter das Video. Aber jetzt rein in die Charts, schauen wir uns an, was da so der Fall ist. Die Charts von, na, Sie wissen schon, ich glaube, ich brauche es nicht nochmal erwähnen, 3012 aktuell. Der S&P hier, dieser Move nach oben in der Freude über die generöse Verschiebung der Zölle von Donald Trump. Gestern ja, respektive vorgestern ja, die Entlassung von Bolton. Jetzt will Trump mit Iran auch sprechen. Also er merkt, Umfragewerte schlecht, Wirtschaft kühlt ab. Er muss etwas tun, um das Rad umzusteuern. Gestern hat er sich wieder über die negativen Umfragewerte geäußert. Alles Fake News, sagt er ganz klar. Wenn die Realität nicht meiner Ideologie entspricht, dann stimmt was nicht mit der Realität und nicht mit meiner Ideologie. Das ist das Motto. Schauen wir uns dann den Dow Jones an, über 27.260 Punkte, 27.263. Man sieht diesen Move nach oben, dann das langsame Abperlen des Kurses. Wir haben den DAX bei 12.430. Wir haben Euro-Dollar, der nach unten gekommen ist, ja unter die 1,10er Marke gestern, sich aber jetzt so langsam wieder derrappeln kann. Das wird natürlich ein großer Tag für den Euro. Wir haben Gold wenig verändert, 1496, und das amerikanische Crude Oil bei die 56,20 $, weil eben
Trump hier möglicherweise Iran-Sanktionen lockern will. Das schmeckt den Ölbullen gar nicht, denn das würde eben eine Risikoprämie aus dem Markt auspreisen lassen müssen, die eben auch mit eingepreist ist. Donald will die Benzinpreise offenkundig nach unten bringen. Also, das ist jetzt die Lage. Die Erwartungen sehr, sehr hoch an die EZB. Ich vermute, dass die Erwartungen ein bisschen zu hoch sind, dass die EZB tendenziell enttäuschen wird. Auch ich kann mich täuschen, natürlich. Die Frage wird sein, wer hier Recht behält. Aber wenn man das politische Spektrum mit einberechnet, dann ist es eben so, dass da Widerstände sehr, sehr groß sind. Und die Frage ist, ob Draghi diese Widerstände wirklich überwinden kann, ob er sie einfach ignorieren kann. Meine Meinung dazu ist nein. Wir werden sehen, 13:45 die Entscheidung, 14:30 die PK bei Finanzmarktwelt. Jetzt sage ich Servus und ciao.